Willkommen zurück, Leute, bei einer abendlichen Runde Spellforce 3. Wir müssen immer noch mit ein paar Leuten hier in Mulandir reden, bevor wir uns dann letztendlich auf unsere letzte der drei Main-Missionen machen können. Wo wir uns nämlich mit den Elfen anfreunden werden. Mal gucken, ob wir das heute noch schaffen, denn wir haben immer noch 1, 2, 3, 4 Leute, mit denen wir reden können. Den Anfang macht Rohan. Ja? Ah, Taha. Reden wir über meinen Vater. Hatte ich vermutet. Was willst du wissen? Mein Vater hat mir nie gesagt, wie er aufgewachsen ist. Weißt du irgendetwas darüber? Über seine Kindheit? Ich fürchte nicht. Er hat mir zwar ein paar Bruchstücke seiner Vergangenheit mitgeteilt, aber wahrscheinlich nicht mehr, als er dir auch erzählt hat. Es mag seltsam klingen, aber siehst du da irgendeine Ähnlichkeit zwischen ihm und mir? Interessante Frage. Ja, es gibt Momente, in denen ich da dieses Etwas in dir sehe, das mich an Isamu erinnert. Dieses Etwas? Was meinst du? Na, ich glaube, am besten kann man es mit einer Art Ausdruck in deinen Augen beschreiben. Er ist irgendwie kühl, aber gleichzeitig getrieben, intensiv. Und er kann sowohl einschüchternd als auch charismatisch sein. Es klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, dass es diese Energie ist, die deinem Vater dazu verholfen hat, all die Leute und Adelshäuser hinter sich zu versammeln. Und wer weiß, vielleicht hilft sie dir ja auch bei unserer Sache. Sieht bisher schon ganz gut aus. Glaubst du eigentlich, dass es stimmt, dass er wahnsinnig war? Gegen Ende hin? Sicherlich, ja. Er hatte seinen Verstand verloren. Aber anfangs, ich weiß es nicht. Ich wiederhole mich, aber es gibt da einen Teil in mir, der gerne glauben würde, dass er nicht schon immer ein Verrückter gewesen ist. Sondern ein Visionär, der vom Weg abgekommen ist. Aber was ich weiß ist, dass er ein echter Anführer war. Wenn er Reden hielt, es war einfach fesselnd. Bis heute habe ich niemanden mit einem vergleichbaren Charisma gesehen. Und vielleicht benötigt so ein Charisma immer einen Hauch von Wahnsinn. Du klingst ja fast schon nostalgisch. Nostalgisch? Nein. Er war einfach ein besonderer Mensch, das ist alles. Du hast auch etwas davon in dir, Taha. Das habe ich gemerkt, seit wir zusammen zu reisen begonnen haben. Aber ein Großteil davon ist noch verborgen. Reden wir über etwas anderes. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du die Vielgereisten ins Leben gerufen hast, um Abbitte zu leisten. Stimmt das? Und wenn ja, wie genau hast du sie gegründet? Zu deiner ersten Frage. Ja, das stimmt. Und was ihre Gründe angeht, das ist eine lange Geschichte und vielleicht eine, die wir uns besser für später aufheben. Damals bei der Rebellion waren doch Artefakte dein Spezialgebiet, oder? Was weißt du über die Gottsteine? Gibt es irgendetwas Interessantes, was du uns mitteilen könntest? Interessantes? Das kommt ganz darauf an, was du damit meinst. Dass die Fähigkeiten dieser Rune mehr als nur faszinierend sind, muss ich vermutlich nicht erwähnen. Davon abgesehen weiß ich nur das, was ihr auch schon wisst. Dass sowohl die Former als auch die Hyberner ihre Magie verwendet haben. Aber das war's auch schon. Scheint, als hätten deine Männer sich hier gut eingefunden. Haben sie. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Flynn und den Orks. Aber wir haben sie geklärt. Du willst reden. Über das, was ich vor 8 Jahren getan habe. Eigentlich interessiert mich nur, ob du in Immerlich die Wahrheit gesagt hast. Bereust du es wirklich, meinem Vater gedient zu haben? Die Frage aller Fragen. Ich glaube, die Antwort lautet größtenteils ja und teilweise nein. Ich bereue nicht, für das eingestanden zu haben, für das dein Vater behauptete, zu kämpfen. Aber was ich bereue ist, dass ich nicht früher gesehen habe, wer er wirklich war. Du musst verstehen, Taha. Zane und Helena sterben zu sehen und zu glauben, das gleiche Schicksal würde dir blühen, es hat mir zu schaffen gemacht. Aber damals war ich einfach zu blind. Irgendwie konnte ich mir immer noch einreden, dass diese Hinrichtung irgendwie gerechtfertigt war. Warum hast du es getan? Warum hast du mich an meinen Vater ausgeliefert? Weil ich damals noch an seine Vision geglaubt habe. Das, was du, Zane und Helena vorhattet, ihn an die königliche Armee zu verraten. Ich konnte das einfach nicht mit mir vereinbaren. Ich hielt es für falsch. Aber das heißt nicht, dass mir die Entscheidung leicht fiel. Außerdem dachte ich nicht, dass dein Vater so weit gehen würde und euch alle drei hinrichten lassen würde. Naiv, ich weiß. Aber so war es.
Schau, ich habe mich damals der Rebellion angeschlossen, weil ich in den Worten deines Vaters Wahrheit gesehen habe. Die Maskierungen, die Fehlungen, die Hetze gegen uns Schänder, die die Reinheit des Lichts sät, das war doch alles schon immer da. Seit jeher hat das einfache Volk uns Magier gefürchtet, weil wir anders als sie sind. Besser. Isamu Tahar wusste, dass es irgendwann zu einer Hetzjagd kommen würde. Also hat er sich erhoben und versucht, es aufzuhalten. Zumindest war es das, was er uns glauben gemacht hat. Um ehrlich zu sein, weiß ich bis heute nicht, ob ihm irgendwann einfach seine Vision abhanden gekommen ist oder ob er sie von Anfang an nicht gehabt hatte. Hast du gerade gesagt, weil wir besser sind? Ja, besser. Wie sollte man es sonst formulieren? Wir schleudern Feuer aus unseren Händen, heilen Wunden mit der Kraft unserer Gedanken. Wir sind normalen Menschen überlegen. Und das wissen sie genauso gut wie wir. Aber heißt das, dass wir sie töten wollen? Nein. Wir sind keine Tiere, sondern Leute, wie sie es auch sind. Nur sind wir eben die Löwen und sie die Katzen. Wir haben uns nicht ausgesucht, so zu sein, aber die Natur hat uns so geschaffen. Punkt. Da hat er einen wirklich guten Punkt. Ernsthaft? Das Volk hasst uns eben wegen dem, was mein Vater getan hat. Er hat ihre Ängste bestätigt, indem er diesen gottverdammten Krieg begonnen hat. Ach ja? Und was ist mit all dem Mist, der davor passiert ist? Die Hexenverbrennungen. Magier, die aus den Städten gejagt wurden. Von ihren Eltern ausgesetzte, magiebegabte Kinder. Für mich klingt das, als würdest du immer noch rationalisieren. Du versuchst zu rechtfertigen, was du in diesem Krieg angerichtet hast. Siehst du, und da liegst du falsch. Alles, was ich sage, ist, dass nie alles nur schwarz und weiß war. Du solltest das doch mehr als alle anderen wissen. Ja, Tahar, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe die letzten 7 Jahre nichts anderes getan, als Abbitte zu leisten. Warum sonst hätte ich die Vielgereisten gegründet? Warum zum Geier hätte ich Isamu sonst verlassen sollen? Und ich erwarte nicht einmal, dass du mir vergibst. Ich weiß nicht mal, ob ich es an deiner Stelle tun könnte. Gut, dann wäre das ja soweit geklärt. Dann gehen wir rein in den Gottstein. Und da unten warten noch ein paar Orks auf uns. Denn das ist ja auch so ein bisschen... Natürlich sind die einzelnen Fraktionen nicht so ganz, ganz doll dicke miteinander. Das heißt, das ist auch immer so ein bisschen gespalten, ne? Also gut, da ist jetzt mal kein Ork. Aber hier unten werden wahrscheinlich dann eher so die Orks sein. Dann haben Elfen ihre eigenen Abteile und Menschen und so. Mhm. Zumindest habe ich so noch in Erinnerung. Na, sieh mal einer an. Ach, die Musik in Mulan, die ist auch so geil. Gefällt mir. Voll Anmut. Was? Die Architektur. Dieser Ort. Und ja, ihr sprecht mit einem Ork, der sich für mehr als Speere, Äxte und den Lebenskampf interessiert. Wie auch immer, lasst mich wissen, wenn ihr mein Wissen benötigt. Werde ich. Hab Dank, Kir. Zalraka, kann ich helfen? Seit wann habe ich denn so viele Blaupausen, die ich noch nicht benutzt habe? Das wüsste ich vor allem ganz gerne mal, aber wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir jetzt auch mal verkaufen können. Komm wieder! Dennoch. Dein Blut niemals brennen. Hä, habe ich diese ganzen Blaupausen alle eingesammelt, aber nicht aktiviert? Doch, habe ich doch eigentlich. Da wurde nichts zurückgesetzt oder aus Versehen falsch gespeichert, oder? Ich hoffe wirklich nicht. Naja. Was? Ja? Siehst aus, als könntest du einen Trank vertragen und ich habe welche im Angebot. Die Eisenmine-Kostensenkung ist ganz cool. Steinbruch nehmen wir mal mit Holzfäller, zack. Ich meine, wofür sollten wir unser Geld schon besser ausgeben als für ganz viele Blaupausen? Ne? Die sind wirklich nice und wichtig. Aber Kir will weiter nichts mehr von uns, okay. Aha. Endlich fort von dieser verdammten Stadt. Was für ein Chaos. Könnt ihr laut sagen. Wie habt ihr euch eingefunden? Tja, irgendwie versuche ich mich immer noch an die Vorstellung zu gewöhnen, dass ich von jetzt an in einer alten Stadt der Former arbeiten werde. Aber ich habe euch meine Hilfe angeboten und ich stehe zu meinem Wort. Gebt mir Material und ein paar Münzen und ich verspreche euch, dass ich die besten Waffen und Rüstungen anfertigen werde, die ihr je gesehen habt. Gut, ich bin gespannt. Ihr seid Abenteurer, was? Das ist der Dude, der die Magier rausgeschmuggelt hat in Immerlicht. Und jetzt können wir uns hier halt Interesse erwecken könnte. Ganz viel Kram kaufen. Das ist die, die wir schon haben. Ja, wir haben halt schon so krasse Rüstungen, ne? Also die Händler können mir eigentlich nie wirklich richtig krasse Sachen anbieten, die so viel besser sind als meine, sag ich mal. Weise Wahl.
Oder aber wenn sie es mir anbieten können, dann passt es zu unserer Main-Truppe meistens nicht. Naja. Verstanden. Ja, hier unten sind scheinbar so die Händler, ne? Sieht man ja. Ganz viele Händler. Dudes. Tiaras Atem. Kaum zu glauben, dass dieser Ort all die Zeit über unentdeckt mitten in Iskander lag. Wie angekündigt, werde ich mich hier einrichten und so bald wie möglich Kontakt mit meinen Lieferanten aus Graufurt und Immerlicht aufnehmen. Und natürlich bekommt ihr einen ordentlichen Rabatt. Sehr gut, danke. Sucht ihr Tränke oder Schriftrollen? Glückwunsch, ihr habt sie gefunden. Huh? Jawohl. Was ist? Gut, okay, das ist ganz interessant, was er da hat. Was behalte ich mir immer im Hinterkopf. So, jetzt durften wir alles haben. Guck mal hier, die anderen Helden, die wir nicht spielen, die sind trotzdem markiert. Mit so einem Pfeil. Ne, die sind kein Punkt, sondern die sind ein Pfeil. Auch ein ganz interessantes Detail. So, es geht für uns wieder zurück. Jetzt haben wir erstmal mit ihm gesprochen. Und wie gesagt, eine Fraktion und ein großer Teil des Spiels, zumindest ein großer Nebenteil dieser Missionsreihe, fehlt uns noch. Und das ist die Geschichte der Elfen, ja. Ihr seht, hier würde jetzt die Hauptquest weitergehen. Aber wir müssen noch nach Waldschatten. Mit der üblichen Truppe, würde ich sagen. Nach ihrer Vertreibung aus Finon Meer haben die Morhir-Elfen die Welt auf der Suche nach einer neuen Heimat durchstreift. Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt. In Northandar wurde ihnen eigener Grund und Boden versprochen. Aber als die Magier-Rebellion aufkeimte, gerieten sie schnell in Vergessenheit. Nun, Jahre später, haben sie eine Bleibe gefunden. In einer Nomadensiedlung in Waldschatten. Einem dichten Dschungel inmitten des Niemandslandes zwischen Utran und Wulfgar. Gut, die Siedlung der Morhir sollte ein Stück weiter nördlich sein. Wie lange leben die Morhir schon hier? Sie haben Finon Mir vor über 30 Jahren verlassen und wurden 8 Jahre nach ihrer Ankunft nach Waldschatten geschickt, um hier zu siedeln. Also 22 Jahre. Ganz schön lange, wenn man bedenkt, dass Waldschatten nur als Übergangslösung gedacht war. Tja, ich nehme mal an, das sehen sie ähnlich. Aber andererseits verstehe ich, dass die Krone nach dem Ausbruch der Magierkriege andere Sorgen hatte, als eine neue Heimat für verstoßene Elfen zu finden. Gut, dass wir hier eine Spezialistin Iria im Team haben. Alles klar. Wie lautet der Plan? Ich schlage vor, wir suchen erstmal ihre Siedlung und sprechen dann dort mit ihren Auguren. Sie sind für alles Politische zuständig. Gut, dann los. Ja. Dann los, indeed. Auch hier gilt, immer Augen offen halten, ne? Alles erkunden. Klingt gut. Das ist auch eine ganz coole Welt. Das ist so ein Dschungel jetzt, ne? Den finde ich auch sehr cool. Aber wir sollten auch hier wieder nicht vorweggreifen, weil hier kommen auch viele Sachen, die erst im Laufe der Zeit wieder Sinn machen. Der Hirsch wurde in Stücke gerissen, doch seltsamerweise wurde nichts von seinem Fleisch verzehrt. Das sieht mir nach einem Weg aus. Ich schätze, der führt uns zum Dorf. Fischfanggerät. Der Fertigung nach elfisch. Der Fischer muss den Ort in aller Eile verlassen haben. Macht euch bereit! Hallo, Panther! Gehen wir es an. Raubkatzen. Nicht so stark wie Wölfe. Zumindest nicht ohne einen Anführer, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob Panther auch einen Anführer haben, so wie einen Wolf. Weise Wahl. Ah, da oben ist aber Loot. Das würde ich dann doch schon ganz gerne vielleicht mal angucken. Ach, guck mal, sieht aus, als müssten wir sowieso da hoch. Da ist eine Brücke. Mit Türmen. Feinde! Verdorbene Elfen. Was war das? Keine Ahnung. Dieser Mann sah völlig wahnsinnig aus. Als hätte irgendetwas seinen Verstand zerfressen. Gut. Die greifen mich hier auch einfach an. Die Spinner. Ah, okay, da finden wir schon Ressourcen. Das wird dann für später relevant sein, wie ihr euch mit Sicherheit schon denken könnt, ne? Wenn wir wieder anfangen zu bauen und zu kämpfen. Das haben wir in Immerlicht tatsächlich nicht gemacht, ne? Das muss man mal dazu sagen. In Immerlicht haben wir keine Base gebaut und gegen irgendjemanden gekämpft.
Gibt nicht viele Missionen, die wirklich nur auf diesem RPG-Teil basieren und keinen Strategieteil haben. Sie werden fallen. Aber in dem Fall scheinbar schon. Verdorbener Puma. Irgendwie ist hier alles verdorben. Irgendwie sind die hier alle wahnsinnig. Guck mal, auch die Taranteln. Was ist denn mit denen hier? Oh Gott, ich bin in Spinnennetzen gefangen. Uncool. Gut. Verdammte Rüstung. Das sieht giftig aus, da gehe ich vielleicht mal lieber nicht direkt hin. Ein Windfänger der Elfen. Ihr habt schon von solchen gehört. Die Moor hier glauben, sie könnten damit Hirins Essenz aus dem Wind filtern, was auch immer Hirins Essenz ist. Gut. Oh, hier kommt die dicke Base. Okay, dann müssen wir wohl einen etwas größeren Umweg laufen. Auch kein Problem. Was sind das? Achso. Das sind nur die Tiere, die so für die Grafik spawnen. Ja? Gut. Warum nicht? Da ist noch Loot und auch eine Statue, eine zerbrochene. Eine zerbrochene Nidhalf-Statue. Auf den Kopf ist ein kleines Symbol geschmiert. Die Mondsichel der Geißel. Nidhalf ist doch von den Zwergen, ne? Weil Iskrim sagt immer bei Nidhalfs Hammer oder irgendwie so. Sollte es. Und frag mich nicht, warum der Eingang unbewacht ist. Bis vor kurzem war er es noch. Sie sind ins Dorf gegangen. Wenn es sein muss. Wollt ihr handeln? So, die Elfen haben viele Bögen. Das ist natürlich ganz cool, ne? Fernkampffertigkeit kostet. Wow, das ist auch nicht schlecht. Das ist also definitiv auch nicht schlecht. Was hat denn Iria? Ich glaube, das ist für Iria sogar besser. Alles gut. Zack. Braucht ihr was? Nahkampffertigkeiten, ja. Ansonsten sind so die anderen halt besser als das Arcane-Amulett. Hm? Aber ich behalte es trotzdem mal. Weil magischer Schaden ist auch schon ziemlich nice. Lenya. Lenya ist von den Elfen das spezielle, die spezielle Ressource. Na, jetzt haben wir die von Menschen. Die von den Orks und jetzt auch die von den Elfen gesehen. Glauben, dass wir immer noch diese Diskussion führen. Sag mir, Alan, wo war Elen die ganzen Jahre, als wir auf der Flucht waren? Sie ist doch endlich ein. Sie hat uns nie geholfen, wie keiner der Wächter es je getan hat. Vielleicht hätte sie das ja, wenn wir dank Leuten wie dir nicht zu einem Haufen Heretiker verkommen wären. Wir sind Elens Kinder, verdammt, wir alle. Falsch. Wir sind die Kinder unserer Mütter und unserer Väter. Alles klar? Was? Wer seid ihr? Wer hat euch reingelassen? Das Tor war unbewacht. Wirklich? Na, großartig. Als nächstes wird das Dorf noch von Untoten überrannt. Nur weil die Wachen hier lieber ihren Auguren beim Streit zuhören, als ihren Dienst zu tun. Ihr seid aus Graufurt, oder? Ich kenne diesen Akzent. Alan Finrier, erster Augur dieser Siedlung. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin auf der Suche nach Verbündeten. Aber lasst mich von vorne beginnen. Ihr seid also Isamu Tahars Kind. Nun, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich an den freien Willen glaube, den uns die Wächter geschenkt haben. Ihr scheint nicht nach eurem Vater zu kommen. Elen sei Dank. Und es stimmt, der Blutbrand muss beendet werden. Zumindest dahingehend stimme ich vollkommen mit diesem verrückten Kult überein. Dann werdet ihr uns helfen? Ich würde, wenn ich könnte. Aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir hier im Moment unsere eigene Schlacht zu schlagen. Elen hat uns verflucht. Wie heißt euer Dorf überhaupt? Latwein, was man grob mit kurze Rast übersetzen könnte. Kurze Rast? Dann ist dieser Ort eine Art Provisorium? Korrekt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr mit unserer Geschichte vertraut seid. Aber nachdem uns die Finon Mir aus ihrem Königreich verbannt haben, wurde uns von der Krone Northanders Land versprochen. Dann kamen die Magierkriege. Und verständlicherweise hatte die Krone plötzlich andere Prioritäten. Und was spricht dagegen, diesen Ort dauerhaft zu eurer neuen Heimat zu machen? Ich könnte mir schlimmere Orte zum Siedeln vorstellen.
Ja, weil ihr die Horden herumstreifender Untote, die uns fast jede Nacht attackieren, noch nicht gesehen habt. Nein, hier können wir nicht bleiben. Der Vorfall in Lianon hat euch sicherlich auch keine Sympathien beim Lord Marschall verschafft. Ihr habt den Nebeldunstvertrag gebrochen. Ja, und das war ein schrecklicher Fehler. Aber unsere Leute hatten Angst, was übrigens unter anderem Merelit zu verdanken ist. Er hat sein Bestes gegeben, Furcht zu sehen und die anderen Auguren davon zu überzeugen, die Mission in Lianon würde uns einer Lösung für unser Problem näher bringen. Wen kümmert da schon ein Vertragsbruch? Man sollte meinen, dieses Versagen hätte den Moor hier gezeigt, wie unfähig Merelit als Anführer ist. Aber Pustekuchen. Verstehe. Dann ist Latwein also nur eine Zwischenlösung? Ja. Eines Tages werden wir eine richtige Heimat finden. Da bin ich mir sicher. Wer ist dieser andere Elf, der mit dem ihr gestritten habt? Ein fehlgeleiteter Narr. Und leider einer mit einem sehr einflussreichen Vater, der ihn zum zweiten Auguren dieser Gemeinde gemacht hat. Elen hat euch verflucht? Ja. Unsere Lande verkümmern. Und Elfen, jeder Zehnte von uns, verlieren den Verstand. Ihre Augen werden schwarz. Sie geifern wie Tiere und greifen jeden in Sichtweite an. Wir nennen es die Verderbnis. Und ihr denkt, Elen hat diesen Fluch auf euch gebracht? Ich weiß es. Seht her, seit wir Mohir Finnenmir verlassen haben, sind mehr und mehr von uns vom Glauben abgefallen. Manche haben sogar die Wächter selbst für unser Exil verantwortlich gemacht. Ich weiß nicht, wie viel ihr über unsere Geschichte wisst, also versuche ich es kurz zu machen. Wir wurden aus dem Reich der Finnenmir verstoßen, nachdem wir es wagten, Zweifel am Elfenkonzil zu äußern. Und deshalb haben sie euch verbannt? Ja, verstoßen wie ein ungewolltes Kind. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren die Jahre, die wir auf der Suche nach einer neuen Heimat verbrachten, strapaziös. Diese Zeit war es auch, die den Glauben einiger unserer Leute zutiefst erschüttert hat. Mittlerweile stellen einige sogar ihre Göttlichkeit als solche in Frage. Naja, dass die Wächtergötter an Stärke verloren haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Das stimmt. Aber habt ihr euch jemals nach dem Warum gefragt? Ich nehme mal an, ihr habt es. Ja. Die Wächter haben sich aus dieser Welt zurückgezogen, weil wir begonnen haben, sie in Frage zu stellen. Es war schon immer unser unerschütterlicher Glaube, der sie stark gemacht hat. Und sobald dieser nicht mehr gewährleistet ist, gibt es keinen Grund mehr für sie, sich noch um uns zu kümmern. Was für ein Schwachsinn. Ihr lasst das klingen, als wären die Wächter patzige kleine Kinder. Nehmt ihnen die Süßigkeiten weg und sie rennen weinend davon. So einfach ist das nicht. Aber ich bezweifle, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen theologischen Diskurs ist. Bitte nicht. Und ihr meint, dieses Abfallen vom Glauben hängt mit der Verderbnis zusammen? Ja. Elen hat unser einst Jahrtausende beschützt. Und wir haben sie verraten. Das ist ihre Strafe. Interessant. So kann man es auch nennen. Uiui, hier kommen jetzt aber noch sehr viele weitere Dialogdinger. Kann ich auch in Theorie einfach abbrechen? Ja, ich denke mal, wenn wir speichern und neu laden, kann ich hier auch einfach an dem Punkt weitermachen, weil ich würde sagen, der Part ist lang genug und dementsprechend machen wir hier an der Stelle im nächsten Part weiter und hören uns an, was Alan Finrior noch zu sagen hat. Also Leute, bis dahin und ciao.